Ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SCS ATS. Auch wenn es von SCS ist, aber. Wobei er von SCS ist. Wobei ich lachen würde, wenn das S in SCS auch für Software steht. SCS Software, SC Software Software. Okay, here we go. Habe ich ja schon ein paar Mal über ausgelassen. Ne? Zum Beispiel bei HDMI. Wenn man sagt, das HDMI-Interface ja, ein bisschen doppelt gemoppelt. Weil das I in HDMI steht bereits für Interface. Es wäre dann quasi ausgesprochen, das High Definition Multimedia Interface Interface. Ein bisschen dumm. So, achso, ich sehe als allererstes erstmal die Musik. Ist hab ich letztens erst gelesen, die wollen jetzt bei SCS Software, also angefangen mit ATS, anfangen diese ganzen Werbetafeln, die man überall sieht. Ich weiß jetzt nicht, ob nur die elektronischen Werbetafeln oder auch die, die hier so, diese festen sind, dass da ab und zu auch Jobangebote von echten Firmen eingeblendet werden. Das haben sie jetzt wohl mit der nächsten, also ich weiß nicht, ob das jetzt schon mit der Version ist oder erst mit der nächsten Version. Ich glaube, erst mit der nächsten Version. Wollen sie das jetzt quasi bei ATS einführen. Und die haben auch halt auch schon die erste Firma dafür. Und wie gesagt, ATS erstmal so als Testfeld, weil das weniger Leute spielen und dementsprechend nicht so eine hohen Wellen schlägt, wenn es doch nicht so gut angenommen wird. I don't know. Und dann natürlich später auch auf ETS 2 ausweiten. Finde ich schon echt interessant. Ich meine, hat natürlich, gab es auch schon diverse Kommentare auf diversen Plattformen halt, dass es natürlich ein bisschen blöd ist, weil man in dem Moment, wenn man hier im Spiel irgendwo lang fährt und eine Werbung kommt, man nicht weiß, ist die Werbung jetzt eine echte Werbung, also kann ich mich da wirklich bewerben. Oder es ist einfach nur eine Spielewerbung. So. Von daher müssen wir gucken, ob man sowas denn vielleicht also irgendwie so kenntlich macht, dass man weiß, okay, das ist eine echte Werbung. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was hier sonst so für Werbungen sind. Ne? Ich weiß, dass hier ab und zu auch Werbung für SCS Software selber ist. Aber mir fällt gerade nicht ein, wie so die restlichen Werbungen so gemacht sind. Ich meine, so Werbung für Jobangebote zum Beispiel habe ich hier, glaube ich, bisher noch nicht gesehen. Von daher, wenn man hier Werbung für Jobangebote hat, dann ist eigentlich damit schon naheliegend, dass sich das um echte Werbung handelt. Ich meine, klar, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Werbung bei einem Spiel, wo ich für bezahle, aber ich meine, es ist ja
Ich persönlich finde es geil. Ich bin auch einer, der am liebsten so eine Mods installieren würde, was die ganzen Firmen haben. Also mit Tankstellen oder da, wo du Jobs annimmst oder Ware hinbringst, mit echten Firmennamen ersetzt. Was in dem Moment auch Werbung ist für die Firmen. Ne? Und ich meine, letztendlich ist das ganze Spiel Werbung. Weil ich meine, bei dem Spiel werden LKWs gefeatured von LKW-Firmen. So, ist halt ein Truck-Simulator. Gehört da halt irgendwo mit dazu. Da kannst du auch nicht sagen, ein Spiel, wo ich die ganze Zeit irgendwelche, weiß nicht, LKWs fahre von Firmen, das bei dem Spiel, wo ich Geld ausgebe, na, die Argumentation ist halt ein bisschen dumm, so, ne? Du spielst ja auch einen Flugzeugsimulator, weil du einen Airbus fliegen möchtest. Als Beispiel. So, da kannst du auch nicht sagen, Spiel ist ja voll Werbung für Airbus. Und das für ein Spiel, wo ich selber Geld bezahle. Ne? Und von daher wäre, wenn hier so Werbetafeln im Spiel nun mal drin sind, wäre es ja auch naheliegend, dort echte Werbung reinzumachen. Klar, jetzt nicht vielleicht welche, die einem selber auf den Sack geht, weil das irgendwelche Werbung ist, die mit LKWs nichts zu tun hat. Also ich möchte jetzt hier zum Beispiel nicht, weiß nicht, informiert werden, wenn hier im echten Walmart irgendeine Sonderaktion für keine Ahnung was hat. Ne? Das würde mich als LKW-Spieler nicht interessieren. Von daher wäre das wirklich eine nervende Werbung. Aber wenn es hier Werbung gibt für echte LKW-related Geschichten, zum Beispiel halt Jobsuche oder sowas, ne, so Stellenausschreibungen und sowas alles, ich meine ganz ehrlich, warum nicht? Wäre ich voll dabei. Also von meines Erachtens könnte man das auch sofort bei ETS 2 einführen. Oh, ich darf 80 fahren. Warte mal, ich darf 80 fahren. Seit wann darf ich 80 fahren? Das Ding überhaupt. Ich weiß gerade gar nicht. Sowas ist in Amerika, glaube ich, gar nicht so ein Ding, ne? Das. Wir fahren mal kurz bis auf der anderen Spur. Ne, komm. Mal lieber wieder auf unsere Spur zurückgehen. Was soll ich gerade sagen? Genau. Also bei den europäischen Aufliegern ist es ja so, dass sie halt in der Regel nur für 80 zugelassen sind. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob in Amerika das auch so ein Ding ist, dass die Auflieger nur für bestimmte Geschwindigkeiten zugelassen sind. Oder ob man einfach YOLO fahren darf. So, der musste sich das genau in unsere Spur drängeln. Weil eben, ich sehe ja so bei den Auffliegern immer keine Geschwindigkeitsschilder oder sowas. Würde mich mal echt wundern, ob die da auch für bestimmte Geschwindigkeiten zugelassen sind. Oder ob man mit amerikanischen Auffliegern wirklich einfach immer so schnell fahren darf, wie man halt laut Streckenlimit fahren darf. Aber ich meine, wir fahren jetzt hier, I don't know, 130 oder 140 km/h. Sowas wäre halt mit europäischen Aufliegern überhaupt nicht möglich. Aber hier vorne ist auch schon wieder Katastrophe. Ich habe doch gerade gar nicht E gedrückt. Ah. Ich will mein Geld zurückhaben. Oh, alle mal ruhiger. Ja. Muss ich mal gucken, ob es da irgendwo Informationen darüber gibt. So. Wäre schon ganz interessant.
wieder das Lied? Hat er in der letzten Folge erst gehabt? Oder vorletzten Folge? Keine Ahnung. Ich nehme immer gleich 5, 8 Folgen mit einmal auf. Immer schwer zu sagen. Alter, so ein komplett gelber Auflieger, ey. Na los, überhol. Ach, da vorne ist doch schon mein Ziel. Holy shit. Holy shit. Ah, man merkt, wir waren jetzt die Folge relativ schnell unterwegs. Lol. Hier gibt es ja keine Ampeln. Wir hatten hier Vorfahrt. Oh mein Gott. Ist er rechts oder links? Zumindest wartet ihr auf uns. Überall keine Ampeln. Get ready to turn right. Turn right. So, dann gucken wir mal jetzt kurz. Damit rein. Pardon. Was sind denn Leute? Die müssen Leute arbeiten. Get ready to turn right. Turn right. Keep right.
Alter, was ist hier schon wieder los mit euch? Komm, gibt's hier eine Autobahn, wo man 80 fahren darf? Gibt's hier nur noch Unfälle? Ja, wahrscheinlich, weil die NPCs mit diesem Reißverschluss nicht, also mit diesem Reißverschlussprinzip nicht klarkommen. Ey, weil ich jetzt nicht stehen bleiben. Ich habe nur ganz kurz die S-Taste angetippt. Und der verreckt einfach komplett.
Achso, siehst du, wenn ich jetzt diesen Dreifachauflieger daneben wollte, der hätte ich den vielleicht mal doch privat stellen wollen, ne? Get ready to turn left. Turn left. Dann kommst du einmal zurück. Ja, und die andere sind natürlich schon in Benutzung. Ach, leck mich doch. Wobei, eigentlich wüsste sie ja, wenn ich den Auflieger, eben wenn ich den Auflieger jetzt nehme, dann wird er ihre Tour trotzdem noch abgeschlossen. Da. Da. Genau. Wenn wir den Auflieger auswählen, 14 Stunden dauern. Genau, das heißt, das müsste dann. Yeah. Direkt mit Kohle gemacht. Cool. So, jetzt haben wir den. Und wir können natürlich sogar ein bisschen Kohle machen. Easy. So, ich würde aber doch gerne erstmal pennen gehen. Ich lasse den Auflieger erstmal hier. Gewaltig auch. Ach, es wurde gerade. Es war gerade morgens, nicht abends. Klar, 14 Stunden. Nur zu überprüfen. Das ist jetzt natürlich unfortunately. Ja, das ist natürlich mitten in der Nacht, ne? Gut, dann haben wir jetzt eine Weile geschlafen. Einfach jetzt einen Tag verpennt. Sehr geil. So. Dann gucken wir mal, wie wir unseren Auflieger an. Und dann können wir uns langsam aber sicher neue Missionen suchen mit dem Triple-Auflieger. Mal gucken, was wir da so alles für Missionen bekommen. Markt. 131 pro Meile haben wir jetzt. Boah, das ist natürlich entschieden mehr. Holy shit. Aber wir jetzt natürlich alles haben, ne? Wir haben Kombi,
Gut, in dem Fall jetzt auch noch extrem dringende Lieferung. Und jetzt hier haben wir noch 150. That's not bad, actually. Wobei, ich würde mal sagen, die so eine lange Tour jetzt für zwei Folgen wird ein bisschen schwer. Oder wir können ein bisschen rumspeeden, ne? Wobei, die Strecke sieht nicht so aus, als wenn man da wirklich gut rumspeeden könnte. Ich glaube, wir nehmen einfach die Route, die ist etwas länger, geht 400 Meilen. Seht ihr leider nicht, weil das hinter meiner Kamera ist. 400 Meilen. Und dann kriegen wir auch ordentlich Schotter. Ja, also der Dreifachauflieger hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, da scheppert es richtig. That's not bad at all. Gut, dann werden wir uns den Auflieger nächste Folge klauen und dann werden wir mit dem Dreifachauflieger rumrasen. Ist auch nichts Verkehrtes. Bis dann.